Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich würde gerne zu Beginn zu drei Themen etwas sagen. Zunächst zur Ukraine, dann zum TTIP, zum Freihandelsabkommen und letztlich zum Parteitag in dieser Woche. Zur Ukraine. Wir sind leider immer noch in der Situation, dass sich die Eskalationsspirale weiter dreht und ich kaum erkennen kann, dass die beteiligten Seiten dieses Konfliktes ernsthaft sich darum bemühen, aus dieser Spirale herauszukommen. Man muss wohl sagen, wenn man sich die Situation vor allen Dingen in der Ostukraine anschaut, dass wir mittlerweile fast in der Situation sind, von einem Bürgerkrieg zu sprechen. Ich hoffe, dass das nicht so weit kommt. Die Ukraine ist schon vor geraumer Zeit vor eine Zerreißprobe gestellt worden und beide Seiten, sowohl die Europäische Union als auch Russland, haben bisher nicht zu erkennen gegeben, dass sie die Ukraine aus dieser Zerreißprobe herauslassen wollen und darauf bestehen, dass sie sich im Grunde für eine dieser beiden Seiten entscheidet, strategisch. Das ist ein großer Fehler und wird den Konflikt nicht beenden können. Was aus meiner Sicht notwendig ist, ist, dass die beteiligten Seiten in der Ukraine mindestens auf das zurückkehren, was in Genf vor nicht allzu langer Zeit vereinbart worden ist. Dazu gehört zuallererst Gewaltverzicht und Entwaffnung. Beides ist bisher nicht eingetreten. Eine Bemerkung zu den freigelassenen Geiseln. Wir sind alle sehr erleichtert, dass die Geiseln jetzt endlich freigekommen sind und zurückgekehrt sind. Allerdings, und dabei bleiben wir, gilt es noch politisch zu besprechen, vor allen Dingen hier in der Bundesrepublik, wie es zu diesem Einsatz gekommen ist in der Ukraine, der Militärbeobachter, und welchen Zweck dieser Einsatz erfüllen sollte. Der Sinn ist noch nicht überzeugend dargestellt worden. Es bleibt als Vorwurf, den man wiederholen muss, dass ein solcher Einsatz wohl nicht zur Deeskalation beigetragen hat, sondern offensichtlich auch zum Gegenteil. Es bleibt auch zu erklären, was denn mit den gesammelten Informationen der Militärbeobachter angestellt werden sollte. Ich erwarte, dass die Verteidigungsministerin dazu sehr schnell, sehr klar, nicht zuletzt dem Deutschen Bundestag Auskunft erteilt, aber natürlich auch der Öffentlichkeit. Zweite Bemerkung zum Freihandelsabkommen. Im Mai sollen die Verhandlungen zum Freihandelsabkommen zwischen den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union fortgesetzt werden. Im Vorfeld gab es heute ein Treffen des Wirtschaftsministers mit dem US-Handelsbeauftragten und dem US-Handelskommissar. An dieser Zusammensetzung merkt man schon eines der Probleme dieses Freihandelsabkommens. Es ist einseitig auf die Unternehmensinteressen ausgerichtet. TTIP ist undemokratisch und es ist in hohem Maße intransparent. Ich will das an einigen Punkten kurz noch einmal verdeutlichen. Wir stellen fest, dass Wirtschaft und Lobbyverbände ihre Interessen über die Interessen der betroffenen Staaten und der Allgemeinheit setzen wollen. Kritiker, Umwelt- und Sozialverbände, Verbraucherschützer sind nicht beteiligt an der Diskussion. Die Entlastung, von der gerne gesprochen wird, für die Verbraucherinnen und Verbraucher wird sich als mehr als gering herausstellen. Dagegen ist ein Abbau von Umweltstandards und Sozialstandards zu befürchten und mühsam errungene Richtlinien in ökologischer und arbeitsrechtlicher Hinsicht werden durch das Freihandelsabkommen torpediert. TTIP schafft beste Bedingungen für Unternehmen, wäre allerdings damit auch ein Angriff auf die öffentliche Daseinsvorsorge, beispielsweise durch die zunehmende Privatisierung kommunaler Unternehmen. Ich freue mich darüber, dass auch in der Bundesrepublik der Widerstand gegen TTIP wächst und setze darauf, dass es den politischen Akteuren der Opposition und der Öffentlichkeit gelingt, die Verhandlungen über TTIP auch real zu stoppen und einen transparenten und demokratischen Neuanfang eines Diskussionsprozesses zu organisieren.
Letzte Bemerkung, die ich machen will, zum Parteitag an diesem Wochenende. Die Linke wird sich zum zweiten Mal in diesem Jahr zum Parteitag zusammentreffen. Diesmal in Berlin von Freitag bis Sonntag. Es ist völlig klar, dass dieser Parteitag zwei Wochen vor der Europawahl natürlich auch den Schlussspurt für uns in der Wahlkampfzeit einleitet. Wir werden den Parteitag nutzen, nicht zuletzt durch unsere beiden Spitzenkandidaten Gabi Zimmer und Alexis Tsipras, den Spitzenkandidaten der Europäischen Linken, noch einmal sehr deutlich zu machen, wofür wir in diesem Europawahlkampf angetreten sind und was wir verändern wollen. Und natürlich ist auch völlig klar, dass nicht nur für die Partei von hohem Interesse, sondern auch für die Öffentlichkeit ist, dass wir die Parteispitze regulär neu wählen nach zwei Jahren. Die Kandidatenlage ist Ihnen bekannt. Die beiden Parteivorsitzenden werden wieder kandidieren. Und insofern setzt die Partei auch hier auf personelle Kontinuität. Ich will Ihnen insgesamt sagen, dass wir derzeit für den voraussichtlich 44-köpfigen Vorstand 25 weibliche Bewerbungen haben und 39 männliche Bewerbungen. Insofern wird der Parteitag ausreichend Gelegenheit haben, eine wirkliche Auswahl bei dieser Vorstandsentscheidung zu treffen. Der Parteitag wird am Freitag mit der Rede der Spitzenkandidatin Gabi Zimmer beginnen und sich dann mit Satzungsfragen betreffen, die auch schon seit geraumer Zeit auf der Tagesordnung stehen und abgearbeitet werden müssen. Am Samstag stehen die Reden der beiden Parteivorsitzenden Katja Kipping und Bernd Rixinger an und die aktuelle Aussprache und aktuelle Positionierungen zu Themen des Europawahlkampfes. Aber wir werden auch die drei Landtagswahlkämpfe, die im Sommer noch anstehen werden, in Thüringen, in Sachsen und in Brandenburg auch in den Mittelpunkt dieses Parteitages stellen. Im Anschluss werden die Vorstandswahlen stattfinden. Am Samstagabend begrüßen wir dann Alexis Tsipras, der zum Parteitag kommen und sprechen wird. Am Sonntag wird Gregor Gysi, der Vorsitzende der Bundestagsfraktion, das Wort ergreifen als Oppositionsführer. Und wir werden am Sonntag erstmalig auf einem linken Parteitag eine ausführliche inhaltliche Debatte zum Konzept eines bedingungslosen Grundeinkommens führen. Ich freue mich auf diesen Parteitag, freue mich auch Sie dort wiederzusehen auf dem Parteitag und auf Ihre faire Berichterstattung. Dankeschön.